Entschuldigung, eine Frage. Haben Sie sich auch um 12 zum 1. April zur Feier des Tages den ersten Joint angezündet? Nein. Wie haben Sie es dann gefeiert? Mit eher Edibles? Gar nicht. Gar nicht so. Sie den Joint, den zünde ich mir, also die Pfeife, nächste Woche an. Sehr gut, sehr gut. Okay, sehr gut. Ich wollte nicht bei den Ersten sein, wollte keine Premiere machen. Kein Mitläufer? In der Jugend schon sehr engagiert in dieser Richtung gewesen. Welche Droge soll als nächstes legalisiert werden? Nee, dabei sollte man es belassen. Dabei sollte man es belassen. Aber ein bisschen Pilze gehen doch. Ja, auch, ja gut, Pilze werden schon okay. Ja. Ja, das geht auch. Bisschen ja. DMT vielleicht auch. DMT, Dimethyltryptamin? Nee. Haben Sie um 12 am 1. April auch zur Feier des Tages den ersten Joint gejippt? Zwei Joints? Ja, ich habe drei Pflanzen zu Hause. Oh, geil, Mann. Sehr gut. Welche Droge soll das nächste legalisiert werden? Fragen Sie doch mal den Herrn. Wie heißt der? Vielleicht? Open Mind. Genau, den Herrn Lauterbach. Es ist so, ich habe das früher sehr viel praktiziert und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber heutzutage bin ich geistig irgendwie auf einer Stufe angekommen, irgendwie, wo ich sagen kann, okay, ich bin mit mir zufrieden. Und so wie ich bin, mag mich so wie ich bin und deswegen brauche ich nichts. Also schon die Erleuchtung erfahren und jetzt braucht man nicht mehr weiter? Nein, also Erleuchtung, ich hatte tatsächlich, du wirst es nicht glauben, aber ich hatte tatsächlich 1995 hatte ich tatsächlich während des Techno-Tanzens immer so Aura-Erscheinungen. Allerdings hat das mit THC nicht so viel zu tun, sondern eher mit LSD. Irgendwann kommt mal der Punkt, wo man sich entscheiden muss, wo man dann auch eine Beziehung führt und so weiter. Und if you get the message, hang up the phone. Ja, hat Terence McKenna immer gesagt. Haben Sie direkt auch um 12 zur Feier des Tages am 1. April sich einen Joint angezündet? Nee, ich rauche nicht. Achso, dann haben Sie Edible gegessen. Auch nichts, gar nichts. Ich trinke Bier. Ah, Bier. Ja, Bier. Aber man sollte doch mal vergleichen, ob vielleicht was anderes mehr Spaß macht. Ja, für mich ist Alkohol schon genug. Ja. Also auch kein 1T-LSD zum Beispiel? Nein. Alkohol ist die Droge, die reicht. Also ich bin nicht. Sie haben keine Ahnung, weißt du, dass du gar nicht nimmst. Fertig, ja, aus Amen. Genau. Sie haben keine Ahnung. Sie sind eher so im Haushalt die Pilzkonnoisseurin? Null. Ich bin selber so powerful, dass ich keine zusätzliche Power und auch kein Level zum Runterkommen brauche. Aber hatten Sie schon mal einen Ego-Tod? Ich bin nie dabei, ja. Aber hatten Sie schon mal einen Ego-Tod? Nein. Ja, da brauchen Sie ja Pilze dafür. Wir sind ein kleiner Bayer braucht sowas überhaupt nicht zu get schon mal. Wir sind natural high. Wenn man es wirklich ernst meint, dann müsste LSD auch legalisiert werden, weil ich habe zweimal die Erfahrung gemacht und einmal Peyote genommen. Oh Gott, was ich da erlebt habe, haben wir noch Zeit? Ich war zufällig auf dem Weg nach Frankfurt mit der Eisenbahn und da sind die Schienen den Himmel hochgefahren und wir sind verkehrt rum im Zug gesessen und sind da hochgedonnert und ich habe gedacht, alle wissen es und ich hatte riesen Pupillen und die Frau immer, ist Ihnen nicht gut und ich dann immer, Doch. Aber ich finde, um das zum Thema zurückzukehren, ich finde, man sollte so eine Erfahrung mal machen. Es ist ja sogar so, dass in Südamerika LSD zur Mannwerdung dazugehört. Also junge Burschen, die Männer werden sollen, werden nach einem bestimmten Ritual auf Peyote oder LSD halt eben zum Mann herangeführt. Ne? Wie habt ihr es dann gefeiert, die Legalisierung? Naja, ich muss jetzt sagen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, was mich so persönlich betreffen würde. Ich würde auch intensiv darauf hinweisen, dass das eine Sache ist, die so ein bisschen mit der Psyche tatsächlich auch Nachwirkungen anstellen kann. Es gibt ganz, ganz viele Fälle, auch in den Psychiatrien hier im Umland, die wirklich schizophrene Schübe danach schieben. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Dankeschön. Haben Sie dann direkt um 12 sich ein Gibbet gejippt? Darf ich dir was sagen? Erstens mal rauche ich nicht und zweitens mal ist das jedem seine Sache. Ja, das ist sehr gut. Also Sie rauchen nicht, also Sie haben sich eher ein Vapo gebläst? Ich habe weder noch sonst was. Ich trinke meinen Alkohol. Mhm. Ja, und wunderschön. Wenn ich Zeit habe, trinke ich Alkohol. Wenn nicht, dann nicht. Sehr viele Menschen haben Probleme. Sehr viele Menschen können nicht mehr überleben, weil sie kein Geld haben. Und man muss einfach, ich bin nicht einer Religion angehörig, fanatisch. Ich glaube an was, aber ich glaube an etwas, was korrekt ist. An Jah oder?
welchen Religion Jah oder? Ich kenne Religionen. Religion oder Politik ist für mich nicht verbindlich. Haben Sie direkt auch um 12 am 1. April den ersten Gibbet gejist? Ja, ganz bestimmt. Wenn Sie es mir nochmal übersetzen. Also den ersten Joint geraucht, weil er legalisiert wurde? Ja, unbedingt. Ja. Ich rauche ja schon lange einen Joint, seit ich 3 bin. Also auf jeden Fall pro Legalisierung. Das muss man aber durchdenken. Also ich eher nicht, ich finde es eher nicht so toll. Ja, gell, wegen den komplizierten Regelungen, weil es zu schwierig ist, einen Coffeeshop aufzumachen und so. Na, weil wir noch nicht wissen, wie die Konsequenzen daraus sind. Ja, doch, von den Ländern, wo schon legalisiert wurde, da ist ja nicht viel passiert. Ja, in Holland und so, ne? Also müsste man noch Holland, Colorado. Nicht so mit beschäftigen. Ja. Aber jetzt, wo Weed legalisiert wurde, was sollte als nächstes legalisiert werden? Lass uns mal überlegen. Intelligenz. Die Steuerflucht. Da bin ich auch dafür, Mann. Entschuldigung, eine Frage. Und zwar, haben Sie direkt auch sich am 1. April um 12 die erste Haschspritze gegönnt? Ja. Sehr gut. Und Spritze, Haschspritze. Ja, genau. Haschspritze. Haschspritze habe ich mir nicht gegönnt. Aber ein Gibbet halt. Für welchen Sender ist denn das? DMTV. Aber allgemein der Legalisierung positiv zugestimmt? Ja, sicherlich doch. Ich denke, das ist ein guter Schritt. Andere Länder gehen damit gutem Beispiel voran. Und warum sollte das nicht in Deutschland funktionieren? Solange Alkohol legal ist, sollte Gras auch legal sein. Ja, Alkohol und 1T-LSD. Das ist ja auch gut, dass es legal ist. Das sind Derivate. Ja. Also, solange sie es legale Derivate sind, ist es den Leuten, die Interesse daran haben, überlassen, das zu nehmen. Aber LSD ist natürlich illegal und das sollte es auch bleiben. Ja. Und auch um 12 in die Legalisierung reingefeiert? Oh, definitiv. Ich habe eine grüne Rakete, die ich von Silvester noch übrig hatte, losgelassen. Also, Grüße an meine Nachbarn. Hast du direkt auch um 12 am 1. April den ersten Joint gezündet? Leider nicht, nein. Die Pflanze muss ja erstmal wachsen. Welche Droge muss als nächstes legalisiert werden? Als nächstes? Oh, das alle am besten. Ja, richtige Antwort. Drogen nicht zu legalisieren heißt, die Kontrolle nicht dem Staat zu überlassen, sondern irgendwelchen dunklen Hintermänner, Frauen oder der Mafia. Last Crystal Meth, oder? Würde ich sagen. Nein, Spaß. Obwohl ich sagen muss, also generell auch sowas wie Pilze könnte ich mir schon auch vorstellen. Ich meine, das ist ja, glaube ich, in den Niederlanden auch, ist es legal? Ja, die oder? Trüffel zumindest. Ja, genau, die Trüffel, ja, genau. Also ganz ehrlich, ich glaube, wir brauchen erstmal noch gar keine weiteren Drogen, sondern jetzt müssen wir uns mal erstmal hier finden mit dem Cannabis und dann können wir weiterschauen, ob wir noch ein paar nette Drogen erlauben, ja. Weil ein paar sind ja auch gut verboten. Ja, welche sind gut verboten? Ja, ich glaube, alles, was wir in die Opiat-Richtung zum Beispiel abdriften oder in extreme Chemie, also wo es halt, sag ich mal, dissoziativ wird, ja, da müssen wir ein bisschen Obacht geben. Ja. Was wir eher für Operationen benutzen würden als für den Alltag. Ja. Dissoziativ, also Ketamin zum Beispiel. Zum Beispiel, ich glaube, da ist es nicht schlecht, weil da könnte einfach das Maß ein bisschen falsch laufen. Aber ich bin da kein Experte jetzt für diese Drogen. Mehr LSD im Trinkwasser e.V. Sie haben direkt um 12 einen gesplifft dann? Nein, habe ich nicht und ich bin auch gegen die Legalisierung. Oh, okay, weil? Weil ich denke, dass es Folgen fürs Gehirn hat. Okay, aber das heißt, Sie wären dann auch für ein Verbot von 1T-LSD? Weiß ich nicht. Und das Lachgas legal ist, was sagen Sie dazu? Ist ganz gut für die Easy-Sahne. Ja, genau. Ah, Sie kennen sich aus. Ja, da tun Sie aber auch mal so ein bisschen was gesnackt zwischendurch, wenn Sie mal einen Kuchen gebacken haben, oder? Ja, die Sahne ja, nicht das Lachgas. Ach so. Also ich weiß nicht, wie sich das aufwirkt, ob es danach immer noch so einen Schwarzmarkt gibt. Aber ich finde, es sollte umgestellt werden, dass es so ist wie in den Niederlanden mit diesen Coffeeshops. Also mit diesen Clubs ist alles ein bisschen kompliziert. Nur arbeiten, ja so. Aber da wäre so Microdosing aber ein bisschen auf der Arbeit, oder? Ja, auf der Arbeit haben wir schon genug. Ja, genau, ein bisschen Microdosing auf der Arbeit. Jetzt, wo Weed legal ist, welche Droge sollte man als nächstes legalisieren? Meines Erachtens alle. Alle? Immer alle. Ich brauche keine Mami, die auf mich aufpasst, bin schon groß und ich kann selber entscheiden, was ich in meinen Körper reintue was und was nicht, solange ich dabei keinem anderen schade. Also. Und jetzt, wo Weed legal ist, was muss als nächstes legalisiert werden? Fentanyl. Ja. Auf gar keinen Fall. Weed reicht. Weed reicht? Ja, auf jeden Fall.
schon. Mehr brauchen wir nicht. Pilze maximal. Haben Sie direkt auch um 12 am 1. April sich die erste Haschspritze gegönnt? Einen kleinen Joint? Kleinen Joint? Kein Joint, gar nichts. Gar nichts? So, so, Sie bleiben beim Illegalen? So, Sie LSD, Sie bleiben beim LSD? Genau, in dem das, was verboten ist. Na, mein Lieblingsgetränk ist der Tee, das reicht mir. Tee, ja. DMT auch? Weil viele sind ja jetzt der Meinung, dass als nächstes der DMT legalisiert werden soll. Ah, der Tee, der gute aromatisierte Schwarztee. Ah, der aromatisierte. Aber was ist mit Matcha-Tee? Weil da sind ja auch viele der Meinung, dass das besser ist als Schwarztee. Der ist mir zu bitter. Nix Schwarztee, kein Matcha-Tee. Keine Pilze. Pilze sind verwerflich, finde ich. Verwerflich? Ja, sehr. Aber ich finde, Pilze sind weniger verwerflich als Cannabis, weil Wie viel nehmen Sie denn am Tag zu sich so? Wenn ich gerade so eine Microdosing-Phase habe, dann mache ich so manchmal so eine Woche lang so jeden zweiten Tag 0,3. Aber ja. Sie wissen, was passiert ist am 1. April? Nein. Die Legalisierung von Marihuana in Deutschland. Wirklich? Ja. Mhm. Na, herzlichen Glückwunsch. Das heißt, Sie sind... Den Unterschied habe ich noch nicht gerochen. Ich faste gerade, deshalb habe ich an dem Tag keinen kleinen Joint geraucht. Und sonst... War es mir vorher schon egal, ob es legal war oder nicht, weil ich habe es gemacht, wenn ich Lust drauf hatte. Und das ist wirklich nicht einfach eine Partydroge für mich. Für mich ist es ein Heilkraut. Und ich setze es nur zu diesen Zwecken ein. Setzen Sie auch andere Heilkräuter an? Psilocybine, Pilze, LSD, andere Psychedelika? Nein. Und sind auch gegen die Legalisierung von anderen Drogen? Habe ich mir noch nie einen Kopf drüber gemacht, aber intuitiv würde ich sagen, ich bin für die Legalisierung. Ich sag mal so, in einer Gesellschaft mit aufgeklärten Menschen, mit einer Presse, die die Menschen auch wirklich aufklären würde, wo die Menschen nicht manipuliert sind und jeder bei sich ist, bei seiner Intuition, wäre alles legal und wäre auch okay. Aber in dem Status, in dem ich viele Menschen vorfinde hier, würde ich da durchaus Unterschiede machen, welche Dinge ich legalisiere. Also pro Legalisierung auf jeden Fall. Ja. Und, nein, mir ist es in Wirklichkeit egal. Aber ich finde es trotzdem nicht gut. Und es ist mir auch zu viel Aufwand, das zu kontrollieren. Es muss die Polizei hunderte von Millionen aufwenden, neue Sicherheitskräfte aufnehmen, damit dass wir das kontrollieren, dass tatsächlich keine Jugendlichen Cannabis zu sich nehmen, dass gewisse Regeln eingehalten werden, 50 Meter vom Kindergarten weg und so weiter. Nicht? Das ist davor war, alles zu anstrengend. Davor war nicht zu viel Aufwand, Millionen von Konsumenten zu verfolgen? Glaubst du, dass es Millionen von Konsumenten sind? Aber noch die wichtigste Frage, und zwar, welche Droge muss als nächstes legalisiert werden? Gar keine. Überhaupt aber Pilze, keine. Pilze. Überhaupt keine. Aber Pilze. Pilze. Ja, Pilze, Zauberpilze. Ja, wenn die... Das ist so. Haben Sie sich auch um 12... pünktlich zur Legalisierung den ersten Joint angezündet? Nein, garantiert nicht. Garantiert nicht? Und hat keinen am Start gehabt? Nein, weil ich keinen rauche, weil ich das nicht mache. So, Sie bleiben bei den illegalen Sachen, Sie sind eher so der Pilze dann, so, wenn Sie hier so die ganzen Früchte so... Jetzt denke ich für den Scheiß, aber nicht was jetzt denke ich für den Schmarrn. Fleckt dir nichts anderes ein oder was? Also, ich glaube, das ist ein Kass. Also, du bist nächster genannt, wird's falsch. Aber das ist doch eine normale Frage, ich verstehe jetzt das gar nicht. So. Was ist das legale Droge? Was erzählst du überhaupt? Das ist mir eigentlich so wurscht, der ganze Schmarrn. Ganz ehrlich. Ja. Das ist mir überhaupt nicht. Wir wollen gerne von Ihnen wissen, ob Sie auch direkt am 1. April um Mitternacht sich einen Joint angezündet haben. Nee. Nein. Das haben wir ganz früher und jetzt in unserem Alter nicht mehr. Denen, die das zugestanden das haben, den haben sie ins Gehirn geschissen. Also Sie sind gegen die Legalisierung? Ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Ich glaube nicht, dass der Schwarzmarkt davon zurückgedrängt wird. Okay, sondern was denken Sie, was passiert? Dass wir bald holländische Verhältnisse haben und die und was heißt das? Dass wir einfach mehr Leute haben, die es konsumieren. Ja. Und tut mir leid für die Jugend, die werden in unserem Alter eine schwere Macke haben. Und wenn mir das gut tun würde, würde ich es auch machen, aber ich... Wir wissen es nicht. Sie haben es noch nie ausprobiert. Du hast doch gesagt, dass du mit 90 anfängst wieder zu kiffeln. Ja, oder ja. Wollen Sie diesen Joint mitnehmen für Ihren 90. Ja, gerne, Geburtstag? Ja, gerne. Nee, komm. Er darf nicht, er will ihn doch. Also doch nicht so schlimm alles. Nee, komm. Viel Spaß. Peace, Brudi.
Was sollte eurer Meinung nach als nächstes legalisiert werden? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr auf den ersten Link in der Videobeschreibung klickt, findet ihr dort alles, was das Herz begehrt. Zum Beispiel die kostenlose, werbefreie Open-Mind-App oder die Discord-Community, wo ihr euch mit gleichgesinnten Open-Minded-People austauschen könnt. Abonniert diesen Kabal. Peace!